Ich bin die Gudrun. Ich arbeite in Wien, bin ursprünglich aus Niederösterreich und ich habe auch mal ganz andere Berufswünsche gehabt. Ich wollte mal Masseurin werden, einmal wollte ich Taxifahrerin werden, dann wollte ich auch Restaurateurin mal werden. Und irgendwie bin ich dann aber wo ganz woanders gelandet, nämlich da, wo ich heute bin. Heute arbeite ich genau, also ziemlich ähnlich wie die Dame, die man da in dem Computerspiel auch gesehen hat, als Projektmanagerin. Das heißt, ich wickle Kundenprojekte ab, das heißt, der Kunde wie, ich sage jetzt mal, Mömax oder Möbelix möchte ein Projekt machen, dann kommen sie zu uns, wir besprechen das und setzen das um. Aber vielleicht auch ganz kurz zu meinem Werdegang. Ich bin in Wiener Neustadt in die Schule gegangen, in ein Sportgymnasium. Und das heißt, ich bin in meiner Jugend nicht viel vor dem Computer gesessen. Ich war eher im Schwimmbad und draußen in der Natur und habe dann nach der Matura ein Jahr Jus studiert. Das habe ich abgebrochen, weil ich gesagt habe, nein, das ist doch nicht so meins. Und habe dann in Eisenstadt eine Fachhochschule begonnen für Informationsmanagement. Das heißt, was habe ich da gelernt? Also das war auch 1999, das ist auch schon länger her und da war das Internet auch noch gerade in den Kinderschuhen und da haben eigentlich viele überhaupt noch nicht mit Internet zu tun gehabt und gearbeitet. Das war damals alles ganz neu und ich habe dort auch ein bisschen Programmieren gelernt, aber ich habe auch gelernt, wie Word funktioniert, wie Excel funktioniert, also für euch wahrscheinlich lauter Sachen, die ihr im Schlaf könnt und über die ihr gar nicht mehr nachdenkt, aber das haben wir damals auch gelernt. Und die Ausbildung, da ist es einfach darum gegangen, woher bekommt man Informationen überhaupt? Ja, heute geht man auf Google und bekommt alle Informationen, das war damals auch noch nicht so. Also woher bekommt man Informationen? Wie bereitet man diese Informationen dann auf, damit man die Informationen dann richtig weitergibt an denen, an die es braucht. Das ist mal so grob das, was ich gelernt habe. Das heißt, ich habe da in der FH schon auch viel mit Technologien zu tun gehabt. Ich habe ein bisschen Programmieren gelernt, aber ich habe auch Projektmanagement gelernt. Das ist so also eine sehr allgemeine Ausbildung. Also ich habe jetzt nicht nur Programmieren gelernt, sondern sehr breit gefächert. Ja, und dann habe ich begonnen, in einer Agentur zu arbeiten, die spezialisiert war auf neue Medien, auf Social Media oder Web 2.0, wenn euch das was sagt. Also wir haben für Unternehmen Weblogs konzipiert und aufgesetzt. Wir haben Facebook, die ersten Facebook-Projekte gemacht. Dann ist Twitter dazugekommen, YouTube und meine Aufgabe war, diese Plattformen für verschiedene Unternehmen greifbar zu machen und interessant zu machen und wie man die halt fürs Unternehmen einsetzen kann. Ein großer Kunde bei der ersten Agentur war Beeper zum Beispiel. Das Beeper kennen Sie ja sicher alle und die sind ja auch in den neuen Medien sehr, sehr dick da. Ja, dann habe ich ich habe sie auch betreut auf Facebook aber das ist schon lange her. Dann habe ich gewechselt auf Unternehmensseite und habe bei Thalia, das kennt ihr hoffentlich auch alle, da gibt es nicht nur Bücher, aber vor allem Bücher zu kaufen. Da habe ich begonnen 2010 und war verantwortlich für alle drei Länder, also für Österreich, für die Schweiz und für Deutschland und habe eben die Aktivitäten in den sozialen Medien aufgebaut. Das gab es bei Thalia vorher eigentlich nicht wirklich. Die waren nicht auf Facebook, die waren nicht auf Twitter, da gab es nichts auf YouTube. Die haben nur vereinzelt angefangen, einen Blog zu führen, wo sie über Bücher geschrieben haben. Und meine Aufgabe war, das alles zusammenzuführen, da eine Strategie, eine Richtung zu entwickeln und das dann auch umzusetzen. Und aktuell bin ich wieder in einer Agentur, das heißt,
ich stehe auch genauso wie die Dame im Spiel sehr oft vor Präsentationen und erkläre den Kunden, was wir am besten umsetzen sollen und machen sollen. Meine Kunden sind aktuell sehr Einzelhandelskunden, also Geschäfte, die auch im Internet was verkaufen möchten, wie der Lutz oder Möbelix oder Mömax oder auch Interspar oder Hervis. Also die möchten eben auch versuchen, im Internet ihre Produkte zu verkaufen, und da helfe ich ihnen und setze gemeinsam mit Grafikern, Grafikerinnen, mit Programmierer, Programmiererinnen den Online-Shop um, dass das wirklich alles reibungslos funktioniert. Das heißt, ich habe in meinem Beruf jetzt auch sehr viel mit Technikern, mit Technikerinnen zu tun. Ja. Und vor eineinhalb Jahren habe ich gemeinsam mit 8 Freundinnen und Kolleginnen, die alle auch im Online-Bereich, sei es Online-Journalistin oder in der PR oder auch in anderen Agenturen oder in Online-Unternehmen tätig sind, einen Verein zu gründen. Und wir haben den Digitalista genannt. Und dabei geht es uns darum, dass man einfach Frauen in dieser Branche, in diesem Bereich ein bisschen sichtbarer macht. Es sind in dem Bereich sehr viele Frauen tätig, ja? Und auch im Marketing sind sehr viele Frauen tätig. Aber wenn man sich dann anschaut, wer Vorträge hält auf Kongressen oder auf Veranstaltungen, sind das noch immer leider meistens Männer. Ja? Und wir haben uns gesagt, warum ist das so? Wir sind auch selber Führungskräfte und leiten Teams und haben sehr viel schon auf die Beine gestellt. Warum ist das so? Das liegt vielleicht teilweise auch selbst an unserer Persönlichkeit, weil man vielleicht ein bisschen Angst hat, vor Leuten zu reden oder sich da rauszustellen oder eine Präsentation vorzubereiten. Und wir haben gesagt, diese Ängste muss man auch ein bisschen überwinden, und das wollen wir mit dem Verein machen, Frauen sichtbarer machen, auch eine Plattform zu bieten, wo man darüber spricht, wo man sich vernetzt, wo man neue Leute kennenlernt, wo man auch Leute und Frauen kennenlernt, die wirklich programmieren. Ja? Also ich kenne sehr viele Frauen, die programmieren, die wirklich auch sehr technische Berufe ausüben. Und wir haben mittlerweile über 100 Mitglieder und haben regelmäßig Events. Gestern war unser letztes zum Thema Let's Make Money. Das vorletzte ist über Personal Branding gegangen. Das heißt, wie stellt man sich in den neuen Medien dar? Also von was postet man über sich selber und wo, bis hin zu wie setzt man das auch beruflich vielleicht ein? Tut man Party-Fotos posten oder nicht? Und lauter solche Sachen, das war auch ganz interessant. Und auch letzten November haben wir ein Event gehabt zu Gamification, wo es auch um Spiele gegangen ist. Und da gibt es ganz viele tolle Online-Spiele, die auch speziell für Frauen und für Mädchen auch konzipiert worden sind. Und was ich auch ganz interessant gefunden habe, ist, auch wie ich den Steckbrief für heute da ausgefüllt habe, dass man wirklich im alltäglichen Leben mit sehr viel Technologie zu tun hat und mit sehr vielen Programmen, die einem vielleicht gar nicht so, was einem gar nicht so bewusst ist. Also angefangen eben von E-Mail-Programmen, dann natürlich das Telefon, dann eben Facebook und ganz, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da 15, 20 Sachen aufgelistet und mir wären dann noch welche eingefallen. Also das ist uns schon oft gar nicht mehr so bewusst, wie viel Kommunikationstechnologien wir eigentlich und ihr auch schon verwendet.